Blauer Himmel, ein paar Wölkchen. Ein guter Tag für einen Ausflug mit dem Auto. Dabei bin ich mit diesem Auto gar nicht unterwegs, nämlich alles nur Fake. Ich stehe hier neben einem Auto, das auch nur steht und nicht fährt. Das ist der Hyundai Tucson, den kennen ja die meisten von euch schon, ein seit vielen Jahren erfolgreiches, kompaktes SUV-Modell auf dem deutschen Markt. Und der steht hier zusammen mit mir sozusagen als kleine Willkommensgruppe, denn wir schauen uns heute nicht den Hyundai Tucson an, sondern diesen Hyundai Tucson. Der steht noch unter Kunstlicht, aber das Thema Licht ist eben auch bei dem neuen kompakten SUV der koreanischen Marke ein großes Thema. Wir sehen hier diese Hidden Lights, also die eigentlich versteckten Lichter, die erst durch Aktivierung von Tagfahrlicht und Abblendlicht dann sichtbar werden im großen Kühlergrill. Hier haben wir einen Vorserienprototypen des neuen Hyundai Tucson stehen, den ich mir heute exklusiv ansehen darf, mit und für euch. Und nicht nur das, sondern wir starten auch zur ersten Probefahrt. Und damit herzlich willkommen bei Autonotizen, eurem hoffentlich Lieblings-YouTube-Kanal, den ihr spätestens heute abonnieren könnt, wenn ihr mögt. Und natürlich auch die Website besucht, autonotizen.de, mit vielen News, Fahrberichten und Alltagstests zu Autos. Aber jetzt erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem neuen Hyundai Tucson. Den Namen Tucson gibt es seit 2004. 1,4 Millionen Autos wurden weltweit von der Baureihe in verschiedenen Generationen verkauft. 270.000 knapp bei uns. Und einige Zeit hieß der kompakte Hyundai im SUV-Segment bei uns iX35, aber seit dem Vorgänger wieder Tucson. Und ja, der Name ist eigentlich so fast das Einzige, was beim Neuen gleich bleibt, wenn man ihn denn so sieht. 4,50 Meter ist halt lang, 2 Zentimeter länger als der Vorgänger. Und während der Vorgänger ja so ein durchaus allgemeingefälliges Design hatte, was bestimmt echt auch viele VW-Tiguan-Fahrer rüber ins koreanische Lager gezogen hat, ist hier schon ja eine ganz andere Designsprache am Start. Viele Sicken und Kanten, wo man ja eigentlich spontan denken würde, pff, das kann natürlich dann auch echt schief laufen, die aber hier, wie ich jetzt finde, zumindest auf den ersten Eindruck ganz gut harmonieren. Also es ist vom kleinsten Detail über diese kleinen Kanten im Scheinwerfergehäuse bis hin zu Linien in der Karosserie und auch den Rückleuchten echt alles irgendwie, ja, es folgt einer Linie, obwohl es irgendwie gefühlt 4000 Linien sind. Also das muss man schon auch erstmal hinkriegen. Finde ich so ganz schick. Hier haben wir ein Auto stehen, das so blau-grau metallic lackiert ist. Die Farbe heißt Teal, 19 Zoll, Leichtmetallfelgen haben wir auf diesem Fahrzeug drauf und ein Dach in schwarzer Kontrastfarbe. Das wird es optional geben, auch bei der höchsten Ausstattungslinie Prime, die hier vor uns steht. Auch am Heck so ein paar Details, die es durchaus wert sind, mal zu zeigen. Der Heckscheibenwischer ist ganz tief unterm Dachspoiler versteckt. Das hat ja auch der neue Kia Sorento, dieses Detail. Hat zwei Vorteile. Einmal ist es von der Aerodynamik natürlich wunderbar so verpackt. Er wird nicht irgendwie kaputt oder schmutzig durch Schmutz, der beim parkenden Auto auf den Scheibenwischer fliegt und damit verkratzt man sich dann vielleicht die Scheibe. Und zwar so minimal, aber immerhin auch ein ganz gutes Alltagstool. Ich muss bei der Waschanlage nicht so eine Kunststoffhaube drüber ziehen, weil der Scheibenwischer einfach den Bürsten nicht im Weg ist. Spart dann zumindest ein bisschen Plastik. Ein bisschen Gefühl hat sich Hyundai gespart beim Logo. Das ist nämlich ganz eben hier unter einer Glasscheibe, also nicht irgendwie sonst draufgeklebt aufs Blech, wie wir das sonst so kennen. Hier sehen wir schon den Schriftzug Hybrid. Wir haben hier den Hyundai Tucson als Vollhybrid stehen. Den Antriebsstrang habe ich euch neulich auch im Kia Sorento gezeigt. Der 1,6 Liter TGDI Benzin mit 180 PS und ein E-Motor bringen es hier auf 230 PS Systemleistung. Dazu gibt es dann den Benziner als reinen Benziner und auch als Mildhybrid mit dem elektronisch gesteuerten Schaltgetriebe und DCT mit 150 und 180 PS Leistung, zwei Diesel, 115 und 136 PS, dann auch als 48 Volt Mildhybrid. Und im nächsten Jahr kommt auch noch ein Plug-in-Hybrid. Darauf warten wir jetzt aber nicht, sondern gucken natürlich auch diesem Tucson jetzt in guter alter Manier von hinten nach vorne durchs Auto hindurch.
Die Heckklappe öffnet elektrisch und fast weit genug für meine Größe. 620 Liter misst der Kofferraum bei den reinen Verbrennern. Beim Hybriden ist es ein bisschen weniger mit 616 Liter. Wir sehen hier ein Netz gespannt, um Ladungen vor dem Herumrutschen oder Herumfallen zu hindern. Wir haben hier einen ebenen Ladeboden, weil wir hier einen variablen Boden eben drin haben. Also die Ladekante, seht ihr hier in meinem Bein, die ist schon, klar, SUV-typisch natürlich hoch. Das muss man immer bedenken, wenn man sich ein SUV kauft, weil es ach so praktisch ist und dann aber entweder einen Hund oder oft schwere Einkäufe einlädt, dann am besten mal die Ladekanten ausprobieren. Dann geht es aber hier eben weiter. Ist alles hier schön kratzunempfindlich, weil wir haben hier schwarzen Kunststoff und hier auch, also keine lackierten Stoßfängerflächen. Da ist dann auch mitgedacht worden. Wenn wir nicht diesen Ladeboden öffnet, dann sehen wir, das kennen wir ja bei den Koreanern, gutes Detail, die Gepäckraumabdeckung, klappersicher hier untergebracht. Die kann ich dann eben rausnehmen. Darunter habe ich Ablagefächer und dahinter dann nicht mehr viel. Da sind dann die fehlenden Liter eben verschwunden, weil hier die Hybridbatterie drin steckt im elektrifizierten Tucson. Ich kann die Lehnen der Rücksitzbank federvorgespannt umklappen. Dann ziehe ich hier, dann fallen die nach vorne. Ein Drittel, nee, die sogar dreifach teilbar, also 40, 40, 20, in der Mitte auch nochmal. Und dann sehen wir hier, ich mache hier mal auf, eine fast ebene Fläche, wenn ich den Gurt wegtue. Ein bisschen steigt es an, aber nur minimal. Jetzt klappe ich aber die Lehne wieder hoch, denn wir wollen natürlich nicht laden, sondern sitzen. Ein bisschen dunkel ist es hier drin vielleicht. Wir haben stark getönte Scheiben und einen schwarzen Dachhimmel hier im Tucson Topmodell, das dann Prime heißen wird, wenn er auf dem Markt kommt. Ich sitze auf schwarzen Ledersitzen mit Perforationen. Die äußeren Sitze sind hier im Topmodell auch beheizt. Die Bank ist sehr bequem. Ich bin 1,92 Meter groß, die meisten von euch wissen das. Habe den Vordersitz auf meine Größe eingestellt und passe hier wunderbar dahinter. Ich habe hier so drei Finger breit Platz zur Vordersitzlehne und ich kriege die Füße auch sehr gut unter den Sitz, obwohl der in der untersten Position ist. Und noch dazu ist die Bank eben schön weit über dem Innenboden des Fahrzeugs montiert. Das heißt, die Beine sind nicht allzu stark angewinkelt. Den Rückenwinkel kann ich verstellen, wenn ich möchte, indem ich hier an Hebeln hier unten die Lehnenneigung verstellen kann. Das geht dann natürlich zu Lasten des Platzangebotes im Gepäckraum. Aber gerade so auf langen Urlaubsfahrten kann man sich hier schon bequem machen. Wenn es dann trotzdem langweilig wird, fangen vielleicht Kinder an, mit den elektrisch verstellbaren Vordersitzen oder dem Vordersitz zu spielen, denn ich kann mit Knopfdruck den Beifahrersitz von hinten verstellen in der Lehne- und Längsposition. Da wird es dann interessant zu sehen, wie viele Eltern-Kind-Beziehungen dann daran langfristig scheitern, weil die Kinder einfach nicht aufhören, Papas oder Mamas Sitzlehne zu verstellen, je nachdem, wer da vorne sitzt. Kleinere Kinder, die da noch nicht hinkommen mit ihren Ärmchen, die sitzen auf einem Kindersitz und den kann ich hier mit Isofix arretieren. Die Isofix-Bügel sind hier einigermaßen gut erreichbar. Es fehlen leider Kappen oder Klappen oder irgendwie ein Zugangskanal. Also wer oft Sitze ein- und ausbaut, der muss dann gucken, dass er hier nicht das Leder zerkratzt oder aufreißt. In der Mittelkonsole sehen wir hier Lüftungsdüsen, aber nicht nur das, sondern auch die Bedieninsel einer 3-Zonen-Klimaautomatik. Also kann ich hier in 1 Grad Schritten auch die Innenraumtemperatur im Fond ändern und ich kann mit den USB-Anschlüssen hier zwei elektronische Geräte gleichzeitig laden und dann kann man hier sitzen, den Arm auf der Armlehne haben, hier einen Becher in dem Cupholder haben und sich auch nicht nur über Beinfreiheit, sondern Kopffreiheit freuen, die echt groß ist. Also da kann man es schon aushalten, aber noch lieber halte ich natürlich vorne links aus und jetzt schauen wir uns das Tucson Cockpit an. Ein Dreispeichenlenkrad, analoge Instrumente und ein freistehendes Display hier im Cockpit. Ist doch irgendwie total bekannt, oder? Ja, ich sitze nämlich nochmal hier im noch aktuellen Tucson, also im Vorgänger. Und das wollte ich aber nochmal ganz kurz hier als Vergleich einfließen lassen, denn dann könnt ihr erst sehen, wie sehr sich die Cockpitlandschaft im Nachfolger geändert hat. Vorne sitzt man relativ hoch. Das ist natürlich für viele ein SUV-Kaufgrund. Ich persönlich würde mir wünschen, dass der Sitz noch ein bisschen weiter nach unten geht. Hinten hatte ich ja den Vorteil gezeigt, dass echt viel Platz für die Füße ist, aber ja, ein bisschen eine tiefere Position fände ich ganz schick. Wenn ich hier sitze, dann blicke ich zum einen auf ein neues Lenkrad, ein Vierspeichen-Lenkrad, aber so ein Zweispeichen-Design. Das ist ja gerade ganz modern und schick. Das sieht schon mal deutlich anders aus.
Die Multifunktion ist soweit selbsterklärend und bekannt. Ich habe auf der linken Seite die Audio-Lautstärke und Audio-Tracks oder Radiosender. Ich kann das Telefon bedienen, habe hier so eine Favoritentaste und kann die Sprachsteuerung anwählen. Auf der rechten Seite geht es dann um die Fahrassistenz, also die Geschwindigkeitsregelanlage und den dann erstmals erhältlichen Autobahnassistenten mit Spurführung, Spurfolgeassistent und der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage bis zum Stillstand. Hinterm Lenkrad sehen wir ein voll digitales Display und das ist neu. Das ist hier relativ weit unten, für manche vielleicht ein bisschen zu weit unten, aber durchs Lenkrad gut ersichtlich. Ich kann mir hier unterschiedliche Ansichten einstellen und zwar sehen wir jetzt hier mal eine Ansicht mit klassischen Rundinstrumenten auf weiß und ich kann dann jetzt hier mir verschiedene Themen auswählen. Das ist klassisch A, dann gibt es klassisch B, das ist dann hier ein bisschen rot, klassisch C und dann kann ich hier auch für Freunde der modernen Grafik dann hier eben so eine kubusartige Anzeige machen. Gehen wir mal auf klassisch A, wir wollen es ja noch nicht übertreiben und dann kann ich hier in der Mitte mit der bekannten Blättertaste im Lenkrad einmal vom Energiefluss über Navigation, Reifendruck und Fahrassistenten mir hier dann viele, viele Bordcomputerangaben hier hervorrufen. Kennen wir alles, also da bleibt der Hyundai Tucson sich treu. Das ist auch gut so, weil es echt eine intuitive Bedienung ist. Aber jetzt schwenken wir mal aus dem Display raus, denn es gibt noch ein weiteres Display hier in der Mitte, 10,25 Zoll groß, nicht mehr freistehend, wie eben im Vorgänger zu sehen, sondern voll ins Cockpit integriert. Vielleicht ein bisschen weit unten, die Lüftungsdüsen sind über dem Cockpit. Wenn man es andersrum gemacht hätte, wäre zwar der Monitor weiter oben, man hätte aber nicht hier diese komplette Grafik der Bedienelemente hier hinbekommen. Jetzt schauen wir doch einfach mal an, was sich da hier so tummelt. Gehen wir mal auf die Home-Taste, da sehen wir hier ja die typische Blue Link, so heißt es ja bei Hyundai Bedienstruktur. Wir haben also hier so Kacheln wie Apps praktisch. Ich kann dann hier die Klimaanlage bedienen, die Temperaturen wechseln und so weiter. Ich habe hier ein spezielles Hybrid-Menü mit Verbrauch und Energiefluss. Dann die Navigation, die ja dann Echtzeitverkehrsdaten verwendet und dann auch cloudbasiert arbeitet. Und sie hat eine Last-Mile- und First-Mile-Navigation. Wenn das Ziel zum Beispiel, ich fahre irgendwo, möchte irgendwo hinfahren in der Fußgängerzone, ist ein Restaurant. Und das ist zwischen 200 Meter und 2000 Meter von meinem Zielort entfernt, wo ich parken kann. Dann kann ich mit der entsprechenden App die Navigation auf dem Handy dann weiterführen oder mir ja auch auf dem Handy, auf dem Smartphone die Route planen und dann ins Auto übergeben. Ich habe jetzt hier eben das Menü gezeigt. Ich kann aber auch hier direkt die Hauptmenüpunkte anwählen. Das kennen wir auch seit vielen Jahren. Mittlerweile sind es keine physischen Knöpfe mehr, sondern diese kapazitiven Felder. Also drücke ich hier zum Beispiel auf Media, auf Setup. Hier, das kennen wir auch. Ich habe euch das im Kia Sorento schon gezeigt. Auch hier haben wir diese Klänge drin vom verschneiten Dorf über den warmen Kamin. Welches suchen wir uns jetzt mal aus? Nehmen wir mal das Straßencafé. Das klingt dann so. Der Regentag, wenn man da pieseln muss, wird's eng. Und dann wechselt man wieder zum warmen Kamin. Nun gut, auch hier drin, also kann ich hier als Medienquelle aussuchen, aber dann eben auch das Smartphone mit Bluetooth anbinden. Ich kann übrigens zwei Smartphones koppeln und natürlich haben wir auch Apple CarPlay und Android Auto. Das Bedienelement der Klimaautomatik ist hier auch in der gleichen Maske. Also ich kann hier für Fahrer und Beifahrer getrennt die Temperaturen wählen, kann die Klimaanlage an- und ausschalten. Kann auch die Driver-Only-Funktion nutzen. Das finde ich ja ganz gut, wenn man allein unterwegs ist und dann hier ein bisschen effizienter das macht. Und ich kann hier einen diffusen Luftstrom aktivieren. Dann zieht es also weniger. Das ist natürlich für Leute ganz gut, die so ein bisschen so ein Zugproblem haben. Das ganze Element ist so leicht zum Fahrer hin orientiert. Deswegen also auch auf der rechten Seite gut bedienbar. Man hat hier echt, finde ich, wenn ich hier so sitze hinterm Lenkrad und dann dieses Bedienelement verwende, ist echt eine gute Ergonomie. Und wirkt echt schlüssig in sich. Darunter habe ich ein induktives Ablagefach für das Smartphone und wir kennen das aus den koreanischen Autos. Viele Anschlüsse, zweimal USB
und dann hier auch einen 12-Volt-Anschluss mit 180 Watt. Dahinter habe ich hier die Tasten für die Sitzbelüftung hier im Prime-Modell und die Sitzheizung, beides dreistufig. Die Lenkradheizung auch in der Mittelkonsole, da finde ich ja schicker, wenn die im Lenkrad anzuschalten wäre, aber okay. Wir haben die Bergabfahrkontrolle, dann gibt es hier die Parkkamera, das können wir jetzt hier mal anschauen. Da habe ich einmal, wir stehen jetzt hier in der Halle, wir fahren nachher noch raus. Ich kann mir das Heck vom Auto anzeigen lassen. Ich habe hier die Draufsicht und dann kann ich hier eben die Seitenansicht und nochmal eine andere Heckansicht von oben, kann ich mir das hier verschieden konfigurieren. Da arbeiten eben mehrere Kameras zusammen. Dahinter haben wir eine kleine Wippe, um den Drive Mode auszusuchen. Ich habe einmal Eco und Sport und wenn ich dann auch noch einen Terrain-Modus aktivieren kann, das ist dann das Allrad-Modell. Da kann ich dann verschiedene Allrad-Modi noch wechseln. Das sehen wir jetzt dann hier im Display. Also wenn ich jetzt dann auf den Terrain-Modus gehe, dann kann ich hier zwischen Snow, also Schnee, Matsch und Sand wechseln. Da wird dann eben auch der Drehmomentanspruch und sowas ein bisschen angepasst. Also das geht bei den Allrad-Modellen. Dann sehen wir hier so eine recht futuristische Tastenanordnung. Kennt man aber auch bei Hyundai zum Beispiel schon vom Kona Elektro und auch aus dem Nexo, dem Brennstoffzellen-SUV mit Park, Drive, Rückwärtsfahrt und Neutral. Damit wird hier ein 6-Stufen-Automatikgetriebe bedient. Das ist an dem Vollhybrid-Antrieb gekoppelt, eben mit 230 PS Systemleistung. Und natürlich nutzen wir den Drive-Mode dieses Getriebes und starten zur ersten Probefahrt im Tucson Vorserien-Prototyp. Wir fahren auf einer Autobahn die ersten Kilometer und da können wir jetzt ein neues Assistenzsystem ausprobieren, den Highway Driving Assist, HDA, so heißt es bei Hyundai, ist neu im Tucson. Der lässt sich über eine Taste im Multifunktionslenkrad aktivieren, das mache ich jetzt und dann sehen wir hier oben die aktuelle Geschwindigkeit, die ich gerade fahre, 117 km/h, habe ich jetzt das Assistenzsystem eingestellt. Das hält also den Abstand zum Vordermann, das kennen wir, das hält die Fahrspur, das kennen wir auch. Das folgt der Spur auch nach, in langgezogenen Kurven natürlich bis zu einem bestimmten Lenkwinkel. Und warum jetzt ein Highway Driving Assist? Im Stau wird bis zum Stillstand abgebremst und dann auch wieder beschleunigt, wenn der Vordermann anfährt. Das gelingt dann eben, wenn die Standzeit ja ein paar Sekunden beträgt. Und was ganz schlau ist, dass das System auch Tempolimits erkennt, die von der Kamera erkannt werden und dann wird das Tempolimit automatisch übernommen. Das kann ich euch leider gerade hier nicht zeigen, weil jetzt hier kein Tempolimit kommt. Wir haben es aber vorhin selbst erlebt. Also muss man nicht erst eine Taste drücken, jetzt wird hier abgebremst, weil der Verkehr zähfließender wird, sondern das Tempolimit wird dann automatisch übernommen und dann auch bei Ende des Tempolimits wieder mit aufgehoben vom System. Das Motorenprogramm hatte ich eben schon runtergerattert, lauter 1,6 Liter Motoren. Hier haben wir den Hybriden eben drin, 1,6 Liter, 180 PS Benziner. Die Batterie fasst 1,49 Kilowattstunden und liegt unterm Kofferraum. Deswegen sind dann so ein paar hundert Meter elektrisch drin. Das ist also ein klassischer Vollhybrid, kein Plug-in-Hybrid. Der kommt dann im nächsten Jahr, 2021, ein bisschen zeitverzögert auf den Markt, dann mit 265 PS Systemleistung. Hier haben wir 230 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Wir sind jetzt hier auf so kurvigen Landstraßen bergauf unterwegs. Der Verbrenner ist natürlich jetzt mit dabei, weil ich hier jetzt auch mal stärker das rechte Pedal durchdrücke
und wir eben bergauf fahren. Es geht schon ordentlich voran, reicht voll und ganz aus. Es ist ein gut abgestimmtes Antriebssystem, wie ich finde. Auch der stete Wechsel, jetzt immer wieder im Rekuperationsmodus, weil ich vom Gas gehe zum Beispiel. Also wird dann auch spürbar eben rekuperiert, um die Batterie zu laden. Das Fahrwerk finde ich sehr angenehm. Wir haben hier in diesem Fahrzeug adaptive Dämpfer eingebaut und 19 Zoll Felgen sind draufgeschraubt worden. Die Dämpfercharakteristik kann ich nicht verstellen, indem ich jetzt hier eingreife und sage, ich möchte jetzt komfortabler oder sportlicher fahren. Die Dämpfer nutzen dann eben die Informationen, die sie aus der Federung kriegen, um das Fahrverhalten hier anzupassen. Also das ist schon alles echt ein ganz, ganz angenehmes Zusammenspiel. Die Lenkung finde ich auch ausreichend direkt. Man sitzt, wie ich schon eingangs sagte, relativ hoch, hat deswegen eine gute Rundumsicht. Das Armaturenbrett baut sehr flach. Und jetzt kommt hier auch der Vorteil des niedrigen Displays zum Tragen. Es ist nämlich kein Monitor, der jetzt hier im Weg ist. Und deswegen ist die Aussicht so schön reduziert clean. Also das passt, finde ich, ganz gut. Große Außenspiegel haben wir. Das finde ich auch ein Vorteil, denn kleine Außenspiegel heißt weniger Rundumsicht nach hinten. Und hier habe ich echt ein großes Sichtfeld. Trotzdem stört mich der Spiegel nicht so sehr beim zur Seite schauen. Also so auf diese ersten Kilometer, die wir hier mit dem Vorserienauto fahren können, echt ein schon mal gutes Fahrverhalten und auch eine gute Verarbeitung. Hier knistert und knarzt nichts, auch hier bei Bodenwellen, die wir gerade überfahren. Und ja, angenehm, gut liegendes, gut fahrendes Auto. Man lässt sich hier auch echt dazu hinreißen, das Auto hier in die Kurve reinzuwerfen. Kann er nämlich ganz gut, der Thusen. Echt ein cooles Kurvenauto und da freue ich mich jetzt nicht nur auf die N-Line, die nächstes Jahr auch kommen sollen, die dann vielleicht noch mal ein bisschen knackiger ist, sondern ich gehe mal ganz stark davon aus, dass aus dieser Thusen-Generation auch ein Thusen N realisiert wird. Herbst 2020 in Deutschland, es ist extrem neblig draußen, aber nachdem ihr Autonotizen schaut, bleiben für euch die Hyundai Tucson Preise nicht im Verborgenen, denn ich darf sie euch schon verraten. Der wird ein bisschen teurer als der Vorgänger, den gab es zuletzt ab ein bisschen über 24.000 Euro und ich sage gleich die neuen Preise mit 19% Mehrwertsteuer dann ab 1. Januar. Der neue Tucson wird starten in der Basis, das ist der Pure, für den es noch keine Optionen gibt. Da gibt es nur den 150 PS Benziner mit Frontantrieb und manuellem Getriebe. Wird starten bei 26.800 Euro. Darüber gibt es dann die bekannten Hyundai-Ausstattungslinien, also den Select und den Trend. Dann kommt der Prime, in dem sitzen wir hier. Das ist das Topmodell und hier der Prime Hybrid startet dann bei 45.400 Euro. Der Testwagen hier mit dem Autobahnassistenten und noch ein paar anderen Optionen wird so bei knapp unter 48.000 Euro Listenpreis liegen. Es ist dann natürlich schon viel Geld und auch hier sieht man, dass Hyundai die Marke und die Modelle ein bisschen höher positioniert, aber du kriegst halt schon auch echt viel Technik und vor allem viel Raumangebot hier für den Preis mit dazu. Das war die erste Probefahrt mit dem neuen Hyundai Tucson, noch bevor das Auto auf den Markt kommt. Offiziell ist das Fahrzeug hier ein Prototyp, entspricht aber weitestgehend der Serie. Vielleicht ein paar
technische Dinge, die noch geändert werden, die jetzt aber so auf diesen ersten Probefahrtkilometern nicht wirklich spürbar sind. Noch Ende diesen Jahres kommt er in den Handel, eben als Benziner, als Diesel, dann auch mit Mildhybrid-Technologie und hier als Vollhybrid. Nach wie vor, ich sagte das ja auch schon beim Kia Sorento-Video, finde ich den Vollhybrid als sparsamen Antrieb im Alltag echt eine Empfehlung. In Deutschland funkt natürlich die Umweltprämie für E-Autos und Plug-in-Hybride vor allem hier rein. Also wird man den Vollhybrid bestimmt im europäischen Ausland mehr sehen. Wer den Plug-in-Hybrid haben will, der wartet dann bis 2021, der folgt dann auch. Was bleibt zu sagen zum neuen Hyundai Tucson? Er hat einen Auftritt, er sieht echt anders aus, fast exzentrisch, aber nicht so sehr, so wie es der Kona in der kleinen Klasse macht, wiederholt er das jetzt hier auch. Vielleicht wird er ein paar Kunden des Vorgängers erstmal vor den Kopf stoßen, denn der war ja schon deutlich allgemeingefälliger, nennen wir es mal so, gestaltet. Und es wird interessant, wie schnell sich dieses Design dann auch bei den Kunden durchsetzt oder sie animiert, eben den Geldbeutel auf den Tisch zu legen. Ich kann mir vorstellen, dass hier aber auch viele neue Kunden angesprochen werden, die ein Auto wollen, das modern aussieht, aber sich auch echt modern anfühlt. Innen die Bedienung ist gut, auch nicht zu digitalisiert alles, schön zum Fahrer hin orientiert. Und das Fahrverhalten, ich sag dir das ja, das weiß auch jetzt schon zu gefallen. Gute Dämpfercharakteristik, schöne Lenkung und das Format des Autos absolut ausreichend für Familien und bestimmt auch den ein oder anderen Firmenwagenfahrer, der sich vielleicht mal eine Marke abseits der deutschen Standard-Firmenwagen-Parkplatz Familie suchen will. Das war mein erster Eindruck zum neuen Hyundai Tucson. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video anzuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es, den Bericht auf Autonotizen zu lesen. Das verlinke ich natürlich wie immer unten. Und auch das Video zum Vorgänger, falls dann jemand jetzt nach einem gebraucht SUV suchen will. Nochmal danke fürs Zuschauen und danke an den Andi fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.